Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte Northwich Marsh. Wir werden jetzt zu BGH fahren und fleißig Gärreste verkaufen, zumindest zum ersten Mal manuell, weil ich auch den Punkt suchen muss, wo ich verkaufen kann. Bin noch nicht ganz so sicher, wo das geht, aber wir schauen mal. Ich musste mir einen anderen Tank kaufen, weil der andere ging gerade nicht rein. Das war ja eigentlich zu erwarten. Wo Milch reingeht, ne, und Wasser, da kann man keine Gärreste reinkippen. Das ist ja einer Gedanke. Schon schlecht. Denn der Tank vom Originaltank hat es nicht gemacht. Irgendwie tragisch. Wir haben uns einen anderen gekauft. Mit 70.000 Liter Volumen. Ich meine, gut, ob das nun reell ist, das sei mal dahingestellt. Das ist dann, ja. Ob das dann optisch, technisch möglich wäre, ja, weiß ich nicht. Denke mal eher nicht. So 30.000 wäre schon theoretisch möglich. Man muss auch denken, das ist auch viel Gewicht, 70 Tonnen ungefähr. Ist ja fast nur Wasser. Da knallen die Reifen gleich weg. Aber egal, ist ein Spiel. Nehmen wir nicht so genau. Brauchen wir nicht so oft fahren, sagen wir so, ne? So, Gewicht 48 Tonnen. Total. Wenn ich den anderen Mod noch aktivieren würde, realistische Gewichte, da wäre es jetzt schon immer mal genau gucken, wo hier das Verkaufspunkt ist. Ich weiß es nicht genau. Da hinten irgendwo. Bei der Markierung, dann wäre das ganz gut. Und da wird man sehen, was das so einbringt. Ob ich da die Mühe sich überhaupt lohnt. Aber er kann ja mal nachts erfahren, ne? Das ist scheißegal. Große Nachfrage an Klärwerke, das passt ja, ne? Naja. Große Nachfrage an Klärwerk, das ist ja. Klärwerk. Pflaume. Ja, ich wollte ja Dings bauen, ne? Sägewerk, das wollte ich eigentlich noch bauen. Das war ja eigentlich mein Ziel. Aber zumindest wird jetzt der Preis nicht verfallen, ne? Mal schauen, wie wir am besten fahren. Die kleine Runde da oben und dann mal sehen. Dann kann er ja fahren. Im LS17 war er noch animiert, weil man dann auch kennt, wie er rauslief. Aber hier geht es wohl nicht oder nicht vorgesehen. Da gab es auch noch einen Schlauch. Es macht natürlich einen Haufen Arbeit, das alles wieder umzuhandeln, anzupassen. Ich bin ja gespannt, was der 21er bringen würde, wird. Was sie da alles tja, noch einbringen wollen für die Zukunft. Weil das muss ja irgendwie noch eine Steigerung geben, ne? Keine Ahnung, was die jetzt noch bringen wollen. Das weiß ich nicht. Neue Maschinen, ja, da findet sie sicher noch das eine oder andere noch. Aber früchtemäßig, ja, Roggen und so, da könnte man noch sicherlich reinbringen, ne? Aber Roggen und andere Getreidesorten sicherlich möglich. 9.000, 10.000 fast, naja. Also, naja.
Ja, weil ich einen Schlauch legen könnte, ne? Hier müssen wir jetzt eine Strecke einfahren. Irgendwie. Am besten über Dings hier. So, von hier. Wie man sieht, bei den LKW ist die Aufzeichnung ganz links. Wenn man denselben Kurs jetzt mit einem anderen Fahrzeug machen würde, mit dem Traktor, würde es Probleme geben. Weil er ja weiter links fahren würde. Ja, fahren wir hier so rum. Dann könnte man theoretisch zwei Fahrzeuge fahren lassen, aber gut. So viel Geld haben wir gar nicht, um uns alles kaufen zu können. So viele Einnahmen kommen ja auch nicht. Ein Trigger vorbei. Das war es, glaube ich, gewesen. Das ist Harnstofflösung. Für alles Harn. Diesel, Wasser, Milch, Gülle, Gärreste. Jetzt scheint zu funktionieren. Ja. Das machen wir alles sehr neu. Auf der Vierfach. So, wieso 10? Ach so, okay. Kurz mitfahren, Kontrolle. Das klappt. Bisschen abladen und dann werden wir uns gleich darum kümmern. Den Mist. Den Mist wollten wir machen. Immer, das sind immer 10.000 fast. Gut. Das klappt schon mal. Bin schon mal zufrieden mit dem Preis. Naja, gut, hohe Nachfrage soll sich lohnen, ne? Kommt die Tränen hier, die Preise. So, Mist, den voll machen und den LKW voll machen. So, mal ganz kurz abkürzen hier über den Betonweg. Wie gesagt, hier stand der andere Kuhstall, also noch Pumpen übrig, die haben wir auch noch verkaufen. Und die Tiere alle gestorben sind fast. Ach so. B. Mal sehen, wie das klappt, ob der jetzt gut, jede Fräse klappt nicht so, wie es klappen soll, ne? Aber besser wie ein Radlader. Müsste man sehen, ob man die Gülle auch noch reinfahren könnte in die BGH. Eigentlich ja.
Genau. Scheiße, mach weiter. Den Haufen noch wegkriegen hier. Ob der Geld bringt, das weiß ich aber nicht. Kann ich nicht sagen, weil meine BGA zeigt ja nichts an. Oh, der Hänger hat 70.000 gekostet, glaube ich, oder 60.000. 60.000 war, glaube ich. So sechsmal fahren. Und wir werden auch die andere BGH noch ansteuern. Obwohl das dauert ein bisschen länger, um weiter zu fahren. Deswegen habe ich den Speicherpunkt Nord eingeschrieben und nicht Süd. Oder überhaupt nur BGH. So. Bin dann gespannt, ob der jetzt auch auflädt. Ah, das klappt. Also für Not werden wir hier noch mal eine Lampe aufbauen. Aber okay, bis dahin haben wir es auch weg. Wir haben auch Licht am Fahrzeug, ne? Hier wird nichts reif, da ist alles weg. Da ist auch alles weg. Ach, mit der neuen wird es alles besser nachher, mit der neuen Karte. Da werden wir das nicht machen mit dem Fehler, mit dem Schlafen geht. Vielleicht gibt es auch noch ein Patch für Seasons irgendwann. Das ist eigentlich normal, dass da sowas kommt. Haben wir schön geschafft. War irgendwie voll. Muss ja. Der Hänger muss auch voll sein, glaube ich. Werden wir gleich sehen. So. B. B. Nicht voll. Gut, dann werden wir mal links gefahren in den LKW. Der ist voll. Ja, schöner Kuhmist, das war richtiger Dünger für den Acker, aber gut. Vor allem, wenn er schön lange schon gestanden hat, also sich schon schön zersetzt. Weil wenn jetzt der Mist frisch ist und die Kühe haben viel Gras gefressen und du bringst auf dem Acker aus, dann hast du schön viel Unkraut. Weil das, was auf Wiese an Kräuter ist und an anderen Gräsern, der Samen geht nicht unbedingt kaputt, ne? Also nicht unbedingt. Also wer schon mal Pferdemist draufgebracht hat auf dem eigenen Garten und der Mist war sehr frisch, er sollte mindestens 1, 2 Jahre auf einem großen Haufen liegen bleiben. Der wird sich ärgern im Frühjahr. Irgendwo das Pferd immer schön noch weiter war. So, aber rein geht nichts. Das macht mich stutzig. Auch da müssten rumlich oder wie kippen ihm hier rein.
ist dann auch egal. Ah, oh, jetzt kommt schon nächste. Ob wir nur mit Absicht heute nichts auffüllen und BGH, dann können wir sehen, ob das Geld bringt. Wenn ich daran denke, ja, das kann passieren, wenn ich daran denke. Also den Augenblick in Gedanken bin und auch zock ist der Silageball dann drauf. So, Mist machen wir jetzt keinen. Denk mal nicht. Muss mir überlegen. Ob wir noch machen können. Kühe Stroh geben. Dann müssen wir gucken, was die Kühe so geht. Wir haben auch Stroh, wir können auch Stroh verkaufen. Können wir einen Doppelanhänger nehmen. Heizkraftwerk Stroh verkaufen. Können wir machen. Weil wir haben so viel Stroh da jetzt. Mischfutter haben wir auch noch viel da. Das werden wir gar nicht los. Ups. Nehmen wir mal Stroh verkaufen. Ja, dann machen wir auch einen Kurs. Das wäre das Beste. Ja, wenn wir die andere Richtung nehmen, ne? Haben wir einen Verkaufskurs mit Stroh. Mal sehen, ob das klappt. Eigentlich ja. Ja, ein bisschen anders packen wir noch ein. Zurück, bin dich daran. Das ist nur reine Optik mäßig. So. Das werden wir auch noch verkaufen, aber zum Schluss. Silage aus zum Schluss. Gras könnten wir eigentlich so. Heu, Stroh, Start. Weil das. Aber da bin ich neu, Fett auch für eine gute Idee. Man kann auch gleich im Prinzip eine Mischfutterfabrik aufstellen und dann sofort Stroh, Silage und Heu kaufen im Shop. Und dann hat man schon mal Mischfutter. Man muss ja nicht mühsam es alles sich ranschaffen. Also dann kaufen wir mal was ein und haben wir Futter für die Kühe. Denn Heu zu machen ist ja auch nicht so einfach. Beziehungsweise ist zeitaufwendig. So, wir wollen jetzt zum Heizkraftwerk bauen, fahren. Der fährt sich am besten, denke ich mal. Und da sage ich mal ganz pauschal, da sind meistens auch die besten Preise. So, liebe Freunde und Zuschauer der Landwirtschaft, das war's für heute gewesen. Ich sag mal Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao. Oh, wir kriegen mehr Einnahmen. Ich danke mal fürs Reinschauen. Dann sagen wir Tschüss und Winke, Winke. Bis, ja, vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Ciao.